Heute ein für mich sehr, sehr wichtiges Video an alle jungen Frauen da draußen, die vielleicht in eine langjährige Beziehung reingehen möchten oder heiraten wollen. Da würde ich sagen, hör dir unbedingt das Video an. Es gibt immer Warnsignale, die man schon vorher erkennen kann, bevor man in eine Ehe geht zum Beispiel, die einem zeigen können, dass die Ehe in eine richtig beschissene Richtung gehen kann. Und da braucht man ein bisschen Erfahrung. Und als junge, vielleicht 18-jährige Frau hat man vielleicht noch nicht ganz so Erfahrung. Ne? Man will die Welt erkunden, man möchte endlich ausziehen, man will vielleicht heiraten und übersieht gewisse Warnsignale. Ich hatte vor einigen Tagen auf Instagram dazu was gepostet, Warnsignale, bevor man in eine Beziehung kommt. Und da haben mir so viele Frauen geantwortet, dass genau dieses Warnsignal da war, dass sie gesehen haben, dass ja, ihr zukünftiger Partner gewisse Punkte, die ich gleich euch zeigen werde, hatte und die haben es einfach ignoriert und jetzt leiden sie darunter. Es ist in der Regel so aus der Psychologie, dass wir uns immer in Menschen verlieben. Also wir haben ja ein Nervensystem. Das geht über unseren, also hier hinten, über unseren Rücken nach unten. Und in diesem Nervensystem ist die Erfahrung gespeichert aus unserer Kindheit. Ja, unsere Schwingung, unsere Emotionen, unsere Gedanken, Gefühle, die Energie, in der wir einfach aufgewachsen sind. Eine Frau kann sich zum Beispiel in einen Mann nur dann verlieben oder auch umgekehrt, ein Mann in eine Frau, wenn diese Nervensysteme sich ähneln. Also unser Nervensystem scannt immer uns gegenseitig, unbewusst, wir merken das nicht. Und wenn zum Beispiel mein Nervensystem eine Ähnlichkeit findet zu meinem Vater, ohne dass ich es jetzt merke und ohne auch, dass dieser Mann aussieht wie mein Vater oder Verhaltensweisen hat wie mein Vater, aber wenn da etwas Ähnliches ist, dann fängt Interesse an, von meiner Seite aus zu bestehen an dieser Person. Deswegen gibt es ja auch Menschen, die man versucht manchmal zusammenzubringen und sagt, ey, die wären so perfekt und die andere sagt, naja, ich finde den komisch oder er sagt, ich finde die komisch, obwohl beide gut aussehen, beide erfolgreich sind, aber dann passen einfach die Nervensysteme nicht. Die Schwingung aus der Kindheit passt einfach nicht zu der Schwingung von der anderen Person. Man braucht jemanden, also die Psychologie weiß, also ich finde es auch spannend, weiß noch gar nicht, wieso es so ist, aber dass wir uns immer Menschen anziehen oder Menschen anziehend finden, die die Finger in unsere Wunde legen. Und je nachdem, wie bewusst man ist, ja, manche sind so unbewusst, dass sie es gar nicht merken und sagen, nö, bei uns ist alles okay. Und dabei gibt es einfach gewisse Punkte in der Ehe, wo diese Person eigentlich unglücklich ist, aber die ganze Zeit wegdrückt, 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 genau wie in der Kindheit, wie in der Kindheit. Aber auf den Punkt zu kommen, wenn du dir das schon mal von vornherein klar machst, dass du dich nur in einen Menschen verlieben kannst oder nur einen Menschen anziehend finden kannst, der eine ähnliche Schwingung hat wie die, wo du aufgewachsen bist. Da kann man immer hingucken, wie war die Beziehung zu meinem Vater, wie ist die Beziehung zu meiner Mutter, wie habe ich Liebe bekommen, ja, wie war die Energie einfach zu Hause und sich mal darüber erstmal Gedanken zu machen. Da kann man schon viel an sich arbeiten und in die Heilung gehen. Ich kann euch aber eins sagen, in die Heilung integrieren von Wunden aus der Kindheit kann man am besten immer nur in einer Beziehung, die ganz nah an einem ist. Weil da wird man am meisten verletzt und da kann man am meisten erkennen, was noch geheilt werden kann. Also jetzt so einfach reden, kann man viel reden. Aber die meisten Dinge bemerkt man erst, wenn man wirklich in der Beziehung ist. Was sind jetzt Warnsignale? Warnsignale sind Verhaltensweisen, zum Beispiel jetzt bei deinem Gegenüber, bei diesem Mann, den du dich verliebt hast, die zeigen können, dass das später in der Beziehung ganz dramatisch sein kann. So, es gibt jetzt verschiedene. Zum Beispiel, ich stelle dir jetzt ein paar Punkte vor. Ein Beispiel ist, dass der Mann schlecht über seine Ex-Beziehung spricht. Oft ist es so, ganz junge Frauen fühlen sich dann geschmeichelt, dass er so viel über die Ex-Beziehung erzählt und fühlen sich dann im Vorteil, weil, also ich bin nicht so wie sie. Aber jemand, der schlecht über seine Ex spricht, hat noch Wunden, ist noch nicht geheilt und spricht aus der Opfermentalität heraus. Du kannst dann fragen, also Menschen oder Männer, Frauen, die diese Warnsignale haben, heißt nicht, dass es schlechte Menschen sind und heißt nicht, dass du nicht in eine Beziehung gehen sollst. Bedeutet, du kannst mit dieser Person sprechen, weil die Person hat immer noch Heilungspotenzial. Und wenn diese Person bewusst ist, dann kann man trotzdem in eine Beziehung gehen und miteinander daran arbeiten, dass man gegenseitig sich heilt. So, wenn jemand schlecht über seine Ex-Beziehung spricht, ist es ein schlechtes Zeichen für dich. Erstens ist dieser Mann verwundet oder diese Frau ist immer noch im Opferbewusstsein und das wird irgendwann auf dich projiziert werden. Na, ob du willst oder nicht, es wird irgendwann trotzdem auf dich projiziert werden. Der Anfang ist immer schön, normalerweise. Normalerweise ist immer der Anfang schön und irgendwann fängt dann die Kacke an zu brodeln. Was man hier jetzt schauen kann, ist zu fragen, was hast du aus deiner Ex-Beziehung gelernt? Wenn diese Person was gelernt hat und daran wächst, sehr gut. Wenn diese Person aber immer noch im Opfer ist und immer noch dem anderen die Schuld gibt, dann ist sie, wie gesagt, noch sehr verwundet und diese Wunde bekommst du dann später auch ab.
Also wichtig ist es immer, dass dein Gegenüber etwas gelernt hat aus den Ex-Beziehungen oder aus Situationen, die negativ waren, dass diese Person daraus gelernt hat, eine Lektion gelernt hat. Und wenn nicht, dann ist es immer ein Zeichen, dass die Person einfach bewusstseinsmäßig eventuell noch nicht so weit ist. Du kannst sie vielleicht unterstützen, ihr könnt euch gegenseitig unterstützen. Und wenn du siehst, es geht gar nicht, komplett zu, dann mach dir Gedanken, ob es Sinn macht, mit so einer Person eine Familie zu gründen. Es gibt eine Statistik, wo man geschaut hat, wie lange ein Mensch Zeit verbringt und mit wem. Also es gibt, glaube ich, das heißt dann irgendwie so 20 Jahre verbringt man mit seinen Eltern, die ersten 20 Jahre. Dann verbringt man, 50 Jahre im Beruf oder 40 Jahre war das, also sehr, sehr lange mit seinen Arbeitskollegen. Dann verbringt man ungefähr 20 Jahre mit seinen Kindern, wenn man selber erwachsen ist. Aber die meiste Zeit verbringt man in einer Beziehung, ne? Zum Beispiel zum Vater deiner Kinder. Das wird dann die längste Zeit, die du in deinem Leben mit einer Person verbringst. Möchtest du wirklich diese Zeit mit jemandem verbringen, der so viele Wunden hat und so viele unangeschaute Themen hat und auch nicht hinschauen möchte und alles auf andere projiziert und alle anderen sind schuld? Da würde ich zweimal hinschauen. Ein weiteres Warnsignal ist, dass deine Gefühle nicht wahrgenommen werden bzw. lächerlich gemacht werden. Ich gebe dir ein Beispiel. Ihr seid unterwegs, vielleicht geht ihr shoppen oder irgendwo im Café was trinken und da ist eine hübsche Frau und er redet mit ihr und die unterhalten sich kurz und es tut dir in dem Moment erstmal weh. Und du sagst es ihm dann später. Du sagst, boah, wie du eben mit der Frau gesprochen hast, boah, das hat mir voll den Stich ins Herz gegeben. Es gibt zwei Möglichkeiten. Wenn er sehr toxisch ist, wird er sagen, hey, das hat dir wehgetan, ich habe doch nichts gemacht, was hast du denn für ein Problem? Jemand, der achtsam ist und bewusst, würde antworten, okay, krass, ich habe wirklich keine Absichten gehabt jetzt mit dieser Frau und auch keine bösen Absichten, um dir weh zu tun. Aber lass uns anschauen, warum es dir weh tut und ne, was wir da tun können. Jemand, der deine Gefühle ernst nimmt, dass es dir gerade weh tut, dass du gerade eifersüchtig bist, der deine Gefühle einfach nicht lächerlich macht. Da würde ich auf jeden Fall extrem drauf achten. Weil gerade viele von uns kommen aus einer Kindheit, wo Gefühle nicht ernst genommen wurden von unseren Eltern. Und dann zieht man einfach Partner an, die genau das Gleiche weitermachen. Und das ist sehr, sehr schmerzhaft. Wenn du gerade leidest, wenn es dir gerade schlecht geht und der andere, es juckt ihn einfach gar nicht. Das merkt man auch schon oft am Anfang. Der nächste Punkt ist, ob dein Gegenüber sich öffnet auch für andere Themen. Aber es gibt Menschen, die sind überzeugt nur von der einen Sache und können sich nicht null für was anderes öffnen, dass es auch was anderes geben könnte. In der Insta-Story, wo ich vor einigen Tagen oder vor einigen Wochen darüber gesprochen habe, Warnsignale, da war eine Frau dabei, die hatte einen Mann kennengelernt, der sehr religiös ist und ihn einfach direkt geheiratet hat. Nach dreimal Treffen geheiratet, sehr gläubig, netter Typ. Und ich hatte noch gepostet, ihr müsst aufpassen, weil schwarze Schafe gibt es überall. Auch religiöse Männer, die Angst haben vor Gott, in Anführungsstrichen, da gibt es auch schwarze Schafe, die dann die Religion für sich gegen dich nutzen. Und ich rede hier nicht schlecht über Religion und sage, das ist schlecht. Es geht darum, dass du den richtigen Partner anziehst, mit dem du ein Leben führen kannst, wo du glücklich und zufrieden bist. Ich will jetzt gar nicht auf die Einzelheiten eingehen, die Frau mir geschickt hat, weil es sehr intim, aber jetzt sehr, sehr, also sie leidet immer noch nicht, sie hat sehr drunter gelitten. Vielleicht schaut sie mir jetzt auch gerade zu und sie ist nicht die Einzige, da gibt es einige. Ne? Ich habe eine gute Freundin, die hat mir von ihrer Schwägerin erzählt, die auch mit so einem Mann verheiratet ist, wo sie dachte, Gott ist gläubig und ne, ein guter Mann. Aber sie leidet einfach darunter, weil da geht es auch nur um das eine Thema und sie muss es erfüllen und ne, einige Frauen werden mich verstehen und sie darf nicht raus und sie muss ihm einfach nur dienen. So etwas merkst du auch schon am Anfang. Das heißt, du merkst, ist diese Person, also kann man mit dieser Person diskutieren in einem ruhigen Ton, weil wir müssen nicht beide gleicher Meinung sein, können aber offen reden. Das heißt, ich höre mir das an, was du mir erzählst und du hörst dir an, was ich erzähle. Wenn es aber echt so ist, dass das, was du erzählst, alles abgetan wird und nur das, wovon er überzeugt ist, ist richtig, ansonsten bist du ja komplett falsch, überlege. Kennst du es vielleicht aus deiner Kindheit von deinen Eltern? So einen Mann musst du nicht in deinem Leben haben. Du musst mit so einem Mann nicht Kinder zeugen und eine Familie gründen, weil das wird wirklich schwierig. Da ist das Leiden schon vorprogrammiert. So ein Stückchen weit offen sein, egal ob es jetzt Politik ist, ob es Religion ist, wenn du selber in der Religion auch so bist, dass du sagst, boah, ich nur das und nichts anderes, also was heißt nichts anderes, es geht nicht darum, dass du an eine andere Religion glaubst, aber es geht darum, dass es gewisse Themen gibt, auch innerhalb der Religion, wo man vielleicht anderer Ansicht ist, ja. Und da kann man da miteinander reden. Ist dieser Mensch auch, was Politik betrifft oder überhaupt allgemein Weltthemen, ist diese Person komplett verschlossen und nur überzeugt von dem einen Thema
Oder kann er sich auch öffnen für andere Themen und hört dir auch zu und kann mit dir in einem ruhigen Ton diskutieren? Und wenn nicht, und er wird schon aggressiv, überlege zweimal, ob es wirklich der Richtige ist oder nicht. Das kann zu großen Problemen kommen, auch später mit den Kindern. Ne, wenn er überzeugt ist, nur von seinen Themen, nur dass seine Meinung richtig ist, nur das, was er sagt, ist richtig, das kann sehr, sehr anstrengend werden. Dann lässt er dich ausreden. Wenn du sprichst, lässt er dich ausreden oder unterbricht er dich ständig? Das machen oft Frauen bei Männern. Und wie gesagt, wie am Anfang erklärt, das heißt nicht, dass die Beziehung gar nicht in Frage kommt. Es geht darum, darüber zu sprechen. Du, mir fällt auf, dass du mich oft unterbrichst. Können wir da irgendwie eine Mitte finden, dass du mich auch sprechen lässt, weil das, was ich sage, ist auch wichtig, genauso wie das, was du sagst, dass wir uns gegenseitig zuhören. Und da schauen, kannst du dich überhaupt mit ihm unterhalten? Traust du dich, ihm das überhaupt zu sagen? Lässt er dich Grenzen ziehen? Erlaubt er dir, dass du dich so zeigen darfst mit all dem, was in dir ist? Weil toxisch ist es, wenn deine Gefühle nicht wichtig sind, wenn das lächerlich gemacht wird, wenn deine Grenzen nicht gesehen werden, ne? Das wird dann immer später weitergehen und es wird immer schlimmer. Das Schlimme ist, dass viele Frauen denken, ich will keine Probleme, ich halte mich einfach an alles so, wie es ist. Problem ist, es wird schlimmer. Es wird nie besser, es wird immer intensiver. Gerade wenn man dann noch zusammenlebt und zusammen Kinder hat und einen Haushalt hat und Finanzen und Steuererklärung und Kochen und Einkaufen, dann wird es schlimmer und dann ist das Leiden wirklich groß. Das andere Thema ist, wie ist seine Beziehung zu Geld? Ist auch unheimlich wichtig, wie viele Frauen haben sich getrennt, weil dieser Mann einfach eine ganz schlechte Beziehung zu Geld hat, vielleicht auch nicht mehr arbeiten gehen möchte und die Frau muss sich um alles kümmern, um Kinder, um Haushalt, um das Geld. Auch hier nochmal genauer hinschauen. Und ich wiederhole mich, das heißt nicht, dass du diesen Mann nicht heiraten musst oder lieben sollst, sondern kann man hinschauen. Erkennt er, dass es ein Thema ist und hat er das Potenzial, an sich arbeiten zu wollen, es verändern zu wollen oder ist er einfach komplett zu überzeugt, dass er richtig ist und du laberst Scheiße? Dann macht es wiederum aus meiner Sicht keinen Sinn. Und es muss jede Frau für sich natürlich entscheiden, macht es Sinn, mit diesem Mann weiterzumachen oder nicht. Gerade wenn du Familienplanung vorhast, kann das wirklich in so großes Leiden enden. Ich kann es nicht oft genug wiederholen. Wir haben ja über Grenzen gesprochen. Kann er ein Nein akzeptieren? Kann er deine Grenzen akzeptieren oder null gar nicht? Also kann man diskutieren mit ihm, kann man mit ihm sprechen. Das andere, falls es mal doch zur Trennung kommen sollte, wie ist er von seiner Art her? Ist es einer, der im Frieden dich gehen lassen würde oder glaubst du, das wäre Krieg? Es gibt ja auch Männer, die würden ihre Frau umbringen. Allein die Vorstellung, dass sie sich trennt und eventuell einen neuen haben könnte, der vielleicht besser sein könnte als er, ist ja schon ein Drama für viele Männer. Auch da, mal dich rantasten und ranfühlen und gucken, wie ist er von seiner Art her? Könntest du dir vorstellen, dass falls es mal zur Trennung kommt, weil ihr euch nicht versteht, dass er dir das Leben zur Hölle macht oder glaubst du, es geht auch friedlich? Ist es einer, der auch loslassen kann? Und Verständnis aufbringen kann vor allen Dingen. Dann noch zwei Dinge. Wie ist seine Beziehung zu seinen eigenen Eltern? Wie ist seine Beziehung zu seinen Geschwistern? Ich wiederhole mich, wenn es schlecht ist, heißt es nicht, dass es ein schlechter Mensch ist. Einfach hinschauen, woran liegt das? Möchtest du daran arbeiten? Was ist da? Weil das sind oft Wunden. Wenn die Beziehung schlecht ist, ist auch in ihm eine Wunde, die wehtut. Und da möchte oft hingeschaut werden. Der letzte Punkt ist, wie reagiert er auf Druck? Ist er aggressiv oder eher ruhig? Also gerade in Drucksituationen, wenn Stress ist, wenn irgendwas gerade nicht funktioniert, dann zeigen Menschen oft ihr wirklich wahres Gesicht, weil sie einfach unterbewusst reagieren. Und da mal auch hinzuschauen, wie reagiert er unter Druck? Und kommst du damit klar mit seinen Verhaltensweisen, ja oder nein? Und um nochmal kurz an den Anfang zu knüpfen, habe ich ja gesagt, dass wir immer Menschen anziehend finden, die unseren Eltern ähneln, also Vater oder Mutter. Wo irgendwie, auch wenn jetzt viele denken, ah nein, aber da ist oft eine Energie, die wir nicht erkennen mit unseren Augen. Aber da ist eine Energie, die einfach ähnelt dem, was wir kennen. Frauen, die schon lange verheiratet sind oder schon lange in einer Beziehung sind, wissen, was ich meine. Weil dann kristallisiert sich das heraus, man merkt, ey krass, so als hätte ich meinen Vater geheiratet. Ja, ist zwar nicht genauso wie mein Vater, aber hat schon ähnliche Energie in diese Richtung. Mach dir Gedanken, was du an deinem Vater oder an deiner Mutter verurteilst. Es muss nicht immer zwingend der Vater sein, kann auch die Mutter sein, aber was verurteilst du stark an deinem Vater? Was verurteilst du stark an deiner Mutter? Und da sind dann Wunden, die eventuell, wenn die noch nicht geheilt sind, einen Mann anziehen, der genau das Verhalten an den Tag legt, was du extrem verurteilst.
Wenn du dazu jetzt mehr Infos haben willst, schreib es mir unten in die Kommentare. Ich kann das Video natürlich noch intensiver machen, noch mal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Aber jetzt so grob im Großen und Ganzen, denke ich, kann das vielen Frauen helfen und auch vielen Männern helfen, Warnsignale zu sehen, bevor man heiratet. Gerade aus der Gesellschaft, wo ich herkomme, ist es oft so, dass man einfach sieht, aha, ist ein anständiger Junge, er hat einen Job, heiraten. Da wird nicht ganz genau hingeschaut, was steckt da noch dahinter. Ja, wird meine Tochter dann Probleme haben oder nicht? Oder man selber, ne? Auch viele, auch aus meiner Familie, die heiraten, um ihre Eltern glücklich zu machen. Ich bin verheiratet, habe Kinder, gucken aber nicht ganz genau hin und sind am Ende glücklich, unglücklich. Das heißt, verheiratet nach außen, alles ist gut, aber im Innen tot unglücklich. Ja, das wünsche ich niemandem. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit. Alles Liebe.